Wir sind gerade mitten im Schülerworkshop von Invent the Chip. Wir haben 24 motivierte Schülerinnen hier, denen wir an 3 Tagen Hardwarebeschreibung beibringen. Ich freue mich sehr, dass ich mich auch getraut habe, hierher zu kommen, weil ich eben nicht so ganz sicher war. Aber all die Leute hierher sind super hilfsbereit und man lernt wahnsinnig viel und hat auch so viele nette Kontakte in den Freizeiten, die man hat und so. Und das war wirklich sehr schön. Das Institut für Mikroelektronische Systeme der Uni Hannover hat 25 Mitarbeiter, von denen 10 in diesem Wettbewerb aktiv die Schüler unterstützen. Wir zeigen denen, wie man Chips entwickelt, wie man logische Schaltungen aufbaut, wie man Elektronik daran anschließen kann und wie man so sein eigenes Projekt realisieren kann. Wir stehen den Schülern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, behelfen ihnen bei Problemen oder bei irgendwelchen Fehlermeldungen, die sie erreichen. Ich finde es sehr interessant, dass wir uns hier weiterbilden können in einem bestimmten Bereich wie VHDL mit FPGAs zu programmieren. Das hat man nicht überall. Das ist schon ein spezielles Angebot und vor allem professionell umgesetzt. Man muss nun mal wirklich nachdenken und sehr konzentriert sein, aber es lohnt sich. Es fügt sich alles irgendwann zusammen während der Vorlesung. Währenddessen ist man etwas perplex, aber es fügt sich. Wir haben gerade etwas Größeres programmieren dürfen und es hat mich sehr gefreut, dass ich, obwohl ich nicht so viel Informatik vor Ahnung habe, sehr gut mithalte und eben was programmieren konnte. Und das ist schon ein Erfolgserlebnis, also es hat viel Spaß gemacht. Also der Workshop war wirklich mega cool. Ich fand es super, dass man eben so viel neue Sachen gelernt hat, dass wir Sachen selber machen durften und auch die Leute, die so hilfsbereit sind und so, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danach werden die Schüler von uns Mitarbeitern des Instituts 4 Monate lang persönlich betreut und haben in der Zeit Gelegenheit, ihre eigene Idee zu realisieren. Wir machen den MIDI-Controller, so nennen wir unser Projekt. Es soll eine intelligente Tablettenausgabe sein. Wir wollen Ultraschallsensoren dazu nutzen, den blinden Menschen zu ermöglichen, die Welt reliefartig wahrzunehmen.